Hi Leute! Wir sind's vom Team Knispel Clever. Wir haben euch heute ein paar neue Mitteilungen zu machen. Was sagst du da so? Voll energisch gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wir haben nicht mal so einen Standardspruch. GoPro-Videoaufnahme stoppen. Nein, lass es mal laufen. GoPro-Videoaufnahme starten. Lass mal laufen. Also ich will einfach mal, also weißt du, so ein authentisches Gespräch haben. So, wenn es scheißegal, wenn so ein Scheiß rauskommt, da. Ja, hi Leute, wir sind's vom Team Knispel Clever und wir. Das wird nicht. Papa, was mit dem Standardspruch? Hast du einen Standardspruch? Nicht quatschen, machen. Okay, also wie ihr im Titel gesehen habt, ist es so, dass Papa und ich ein paar Sachen mit euch besprechen möchten. Das ist so förmlich, kannst du nicht machen. Wieso nicht? Du musst locker rüberkommen, nicht hier an der Uni oder sowas. Ich spreche doch ganz normal. Mit euch besprechen, ist nicht. Ja, was dann? Hör auf zu filmen jetzt, Schluss, nein, aus. Nein, lass mal. Ich würde schon so machen. Warum? Ja, das, also ich würde im Titel sowas nehmen wie, das ist jetzt Abonnenten-Special. Also Abonnenten-Special, dann Livestreams, tägliche Livestreams, neue Formate und Projekte fürs neue Jahr. Und dass wir einfach darüber sprechen, so, also wie gesagt, ist jetzt, dass Papa und ich was mit euch besprechen möchten oder wir uns ein paar Sachen vorgenommen haben fürs neue Jahr. Und zwar ist es so, dass wir jetzt mit täglichen Livestreams anfangen möchten. Das ist für uns einfach eine Möglichkeit, um aktiver auf YouTube zu sein. So dadurch, dass wir relativ große Projekte haben oder Papa große Projekte hat, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Wie lange hat der Trabantmotor gedauert? Vierteljahr war es bestimmt. Ja, so 3 Monate, und wenn wir dann so ein großes Projekt haben, was so viel Zeit in Anspruch nimmt und auch so ein großes Projekt, was gut sein soll, was dann so viel Zeit in Anspruch nimmt oder nehmen soll, dass wir dann nicht so die Möglichkeit haben, frequent auf YouTube oder aktiv auf YouTube zu sein. Und deswegen sind Livestreams für uns eine Möglichkeit, dass ihr aktiver dabei sein könnt. So bei den ganzen Projekten, die Papa macht, auch so bei den größeren Projekten, dass ihr die Möglichkeit habt, vom Anfang bis zum Ende des Projektes dabei zu sein und auch zu sehen, was dahinter steckt in so einem Projekt. Also ihr seht jetzt immer nur irgendwelche 5-Minuten-Videos, so der Trabantmotor war, glaube ich, 5 Minuten oder so 5 oder 7 Minuten, so ein Video, und dann so ein Vierteljahr in 5 bis 7 Minuten, so das kann man gar nicht angemessen abbilden, so was da alles drinsteckt für Arbeit. Und wir möchten das jetzt eben so machen, dass Papa eine gewisse Zeit hat, die er wirklich am Tag streamt. Das wird Montag bis Sonntag von 17.30 bis 19 Uhr sein. Das heißt, ihr werdet dann um... Das sind die Öffnungszeiten, merkt euch die. Das heißt, ihr werdet dann die Möglichkeit haben, so ab 17.30 Uhr in Livestream reinschauen zu können, wenn ihr das möchtet. Und Papa wird dann eben in der Zeit an seinen aktuellen Projekten arbeiten. Ich weiß nicht, wie wir das machen werden. Also man kann das, glaube ich, also für uns ist das jetzt das erste Mal, dass wir sowas machen. So, deswegen habt ein bisschen Rücksicht mit uns. Auch technische Probleme wird es noch geben, die es zu beheben gilt. Also wir müssen... Schauen wir mal. Wir müssen erstmal schauen, ob Papa das überhaupt regelmäßig hinbekommen wird. So mit den 17.30 Uhr starten. Aber das ist erstmal das, was wir uns vorgenommen haben. Und das... Papa dann, also dass wir dann versuchen, das sozusagen in dem Titel zu kennzeichnen, an was Papa gerade arbeitet. Also dass sie dann zum Beispiel Moped Tuning oder Papa, das ist ja jetzt umbenannt, Simson Tuning, Trabantmotor Teil 1 seht und dann, weiß ich nicht, Ernie Folge 2 oder sowas, dass ihr dann sozusagen wisst, worum es in dem Livestream geht, der an dem Tag, also von 17.30 bis 19 Uhr läuft. Und dass ihr die Möglichkeit habt, euch das anzuschauen, dass ihr Fragen stellen könnt. Wir müssen dann schauen, also Papa wird dann, am Anfang ist es so, dass wir zu zweit sein werden. Also ich bin jetzt zu Besuch bei Papa über Weihnachten. Und danach wird Papa das dann alleine machen, also ihr werdet mich dann nicht mehr sehen. Und Papa wird dann ab und zu auf eure Fragen eingehen. Also wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie das so funktionieren wird.
ob, also dadurch, dass es das erste Mal für uns oder dann für Papa sein wird, dass wir sowas machen, so, wir müssen da erstmal schauen, wie wir damit klarkommen, gerade auch Papa, so, weil Papa dabei arbeitet und dass er das dann in Erinnerung hat oder sich vergegenwärtigt, dass er ab und zu auch mal in den Chat schauen muss, falls ihr irgendwelche Fragen habt und die dann beantwortet. So, so ist es zumindest das, wie wir das angedacht haben, dass Papa so, keine Ahnung, 15, 20 Minuten an seinen Projekten arbeitet, dann vielleicht mal in den Chat schaut, dann eure Fragen beantwortet, dann nebenbei auch ein bisschen was erzählen wird zu dem, was er gerade macht. Und das war es dann eigentlich erstmal zu den Livestreams, also dass wir das jetzt wirklich versuchen ab morgen oder übermorgen, also heute ist der 23. Wir nehmen das Video gerade auf. Wir wissen noch nicht, ob wir das Video jetzt nehmen werden oder ob wir morgen nochmal ein neues Video aufnehmen. Da brauchst du bloß auf Stopp drücken, Mensch. Fertig ist. So, und dann, das hat mich rausgebracht. Das Video nehmen wir nicht. So einfach ist es. Oder nehmen wir es doch. Vielleicht nehmen wir es doch. Wir wissen es noch nicht. Aber auf jeden Fall, also falls wir das Video nehmen sollten, dann, heute ist der 23. Wir nehmen das Video gerade auf. Wir werden dann ab morgen, oder? Wenn wir morgen den ersten Livestream machen? Also wenn wir es technisch hinkriegen, versuchen wir es, dass wir morgen schon online gehen und über YouTube dann unsere ersten Livestream machen. Genau, ich muss heute erstmal noch schauen, man muss da irgendwas installieren, so ein Encoder, dass das vermittelt wird. Da werde ich mich heute Abend dran setzen. Und falls das so wirklich alles funktioniert, dass wir das hinbekommen, so mit diesen ganzen technischen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, dann werden wir morgen auf jeden Fall den ersten Livestream machen, also am 24. So, dann schon mal frohe Weihnachten. Und dann, dann wird es halt ab morgen täglich so ablaufen, dass ihr von 17:30 bis 19 Uhr immer fest, jeden Tag ist da der Livestream an. Ihr könnt immer gucken. Ihr könnt auch so mal reingucken. Vielleicht ist er auch schon vorher an, aber definitiv von 17:30 bis 19 Uhr. Genau, wir müssen auch mal schauen, wie das ist. Also bei YouTube haben wir gesehen, dass das hinterlegt wird, dass ihr euch die Livestreams vielleicht auch später anschauen könnt. Da sind wir noch nicht so drin, also wissen noch nicht genau, ob das wirklich so sein wird. Aber falls es so sein sollte, dann habt ihr auch die Möglichkeit, die Livestreams danach anzuschauen. Aber auf jeden Fall könnt ihr dann live wirklich von 17:30 bis 19 Uhr dabei sein. Hast du noch was zu den Livestreams? Nö, das war's eigentlich. Gut, dann der nächste Punkt, den wir haben. Wir haben uns ein neues Format überlegt, was wir jetzt gerne einführen würden. Das heißt Knispel Clevers Rumpelkammer und es wird dann so sein, dass, also ihr habt es ja jetzt schon mitbekommen, dass Papa relativ viele Sachen hat, die er gebaut hat, auch schon vor YouTube. Sowas zum Beispiel. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir, also da steht halt alles bei Papa rum hier in der Wohnung oder auf dem Dachboden. Und dass wir jetzt anfangen, die Sachen zu verkaufen. Und mit Knispel Clevers Rumpelkammer wollen wir dann eben so ein Format machen, dass Papa zwei oder drei Sachen vorstellt, die er gebaut hat. Er wird dann so ein paar technische Daten nennen oder dann auch so irgendwelche Charakteristiken von den Sachen. Und ja, er wird die dann vorstellen. Wir werden das Video dann hochladen. Ihr werdet dann im Titel sehen, um welche Sachen es sich handelt. Also ja, zum Beispiel Wikinger-Axt oder Sternmotor. Und danach werden wir die Sachen bei eBay inserieren. Also wir werden dann, denke ich mal, ein eigenes Konto machen. Also dann Knispel Clever auch als eBay-Konto. Und ihr könnt es dann käuflich erwerben, wenn genau, ihr wollt. Wir werden dann so eine Auktion machen. Also ihr könnt dann darauf bieten, auf die Sachen, die wir in dem Video vorgestellt haben. Und das wäre jetzt ein neues Format, so eine Idee für ein neues Format, was wir haben. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt, dass wir versuchen, so den Kanal ein bisschen zu kategorisieren. Also dass es verschiedene Formate gibt, wie jetzt Moped-Tuning oder Papa hat es halt geändert, Simson-Tuning, dann Sesamstraße für Erwachsene, Trick 17 und sowas, dass wir halt versuchen, so eine Kategorie für bestimmte Videos zu haben und diese Videos haben dann gewisse Inhalte und dass ihr dann wisst, ah, okay, jetzt kommt Moped-Tuning, das wird das und das sein oder Trick 17, das sind so eine Videos und ein neues Format wäre dann eben Knispel Clevers Rumpelkammer. Und das würden wir dann im Januar, vermutlich Januar oder Februar, dann die ersten Videos hochladen. Wie gesagt, werden dann so drei Sachen vorgestellt und darauf könnt ihr dann bieten bei eBay. Ja, wie lange es läuft, wissen wir noch nicht denn. Also irgendwann ist ja mal Ende all jene. Man hat ja nicht ständig was rumzuliegen hier. Und ja, ich baue ja immer weiter und diese Sachen, die ich gebaut habe, die werden dann auch angeboten. Unter anderem jetzt
kommt, habe ich auch einen Jeep gebaut, der wird dann auch verkauft, denke ich mal. Das Bobbycar wird dann definitiv auch bei eBay irgendwann mal drin stehen. Wir haben noch gar nicht gesprochen über das Bobbycar, das darf nicht vorwegnehmen. Ist doch egal, neues Projekt, super Projekt. Ja, wie gesagt, darüber werden wir gleich noch sprechen, über die neuen Projekte im neuen Jahr, aber auf jeden Fall. Ja, das war die Überleitung. Erzähl erstmal weiter. Ja, okay, also wir haben natürlich halt neue Projekte für das Jahr 2020. Da wird Papa eigentlich mehr sagen können als ich. Also was ich dazu sagen kann, ist, wir haben jetzt schon ein paar Videos aufgenommen, die wir dann auch im Januar und Februar schon hochladen werden. Ein Video ist Mario Kart, Real Life Mario Kart Bobby Car Edition. Und das ist eigentlich so ein Video gewesen, wofür ich verantwortlich bin oder was ich mir so gewünscht habe. Also Papa hat ein Bobby Car getuned, sodass man damit halt etwas schneller fahren kann. Mit Verbrennungsmotor drin, natürlich, selbstverständlich. So, und mir ist dann damals die Idee gekommen, dass man irgendwie, also ich weiß, ich habe damals irgend so ein Video gesehen mit Mario Kart und ich fand also so richtig Mario Kart auf der PlayStation, glaube ich, oder PC, und ich fand das so ganz cool. Also mir ist einfach so dieser Gedanke gleich an das Bobby Car gekommen und dass man das miteinander verbinden könnte, so dass es vielleicht, wenn man da verschiedene Sequenzen einschneidet von Mario Kart bei diesem Bobby Car, wenn wir damit fahren, dass es so ein einfach so ein cooler Zusammenschnitt wäre oder so ein cooles Video wäre. Und deswegen, also ich hatte damals so ein Veto, das heißt, ich konnte so ein mir ein Video aussuchen, was ich quasi dann bearbeiten möchte oder so bearbeiten lassen möchte, wie ich das gerne hätte. Und ich habe das für das Video genommen. Und das dann so, dass wir da eben mit dem Mario Kart oder mit dem Bobby Car rumfahren und dann verschiedene Mario Kart Sequenzen einblenden. Das wird dann im Januar kommen. Falls euch das Video nicht gefällt, so, dann bin ich dafür verantwortlich, so, dann ist es nicht Papa seine Schuld. Aber ich würde sagen, dass es ganz cool ist. Also wir haben das Video noch nicht fertig geschnitten, das ist relativ viel Aufwand, dadurch, dass wir die ganzen Mario Kart Sequenzen einblenden müssen. Aber ich würde schon sagen, dass wir uns da so Mühe gegeben haben oder was dabei gedacht haben, oder was sagst du dazu? Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es einfach in die Kommentare rein, dann werden wir sehen, was wir ändern können. Wir müssen sowieso versuchen, irgendwie eine richtige Linie zu finden, was euch gefällt. Wir gehen natürlich auch auf euch ein. Und ja, jetzt machen wir erstmal weiter. Nächstes Jahr auf jeden Fall bleiben wir bei Antriebstechnik dabei. Motorrad baue ich ein neues aus Holz. Mal ganz was anderes. Dann kommt noch ein Jeep, den ich aus einem Moped gebaut habe. Oder aus einem Mofa. Dann werden noch einige Videos kommen, die praktisch zum Beispiel Werkstatttipps, was man in der Werkstatt zu tun hat, nicht, oder was man besser machen kann. Und zur Aufmunterung kommt noch Ernie, unser neues Geheimprojekt. Ja, Leute, das war's eigentlich von uns jetzt erstmal. Und hast du noch irgendwie so, was du vielleicht jetzt nicht nächstes Jahr machen möchtest, aber so als Vorstellung, du hast mir jetzt schon ein paar Sachen gesagt, die du später machen möchtest, aber vielleicht willst du dazu noch was sagen? Nein, das bleibt geheim. Okay. Ja, Leute. Ja, Team Knüspelklapper wünscht euch trotzdem noch frohe Weihnachten und, falls ihr danach das Video anguckt, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bleibt gesund, nicht wahr? Genau. Und dann sehen wir uns beim ersten Livestream. Gut. Okay, tschüss, macht's gut. GoPro, Videoaufnahme, stoppen. Jetzt ist die gar nicht angewiesen. GoPro, Videoaufnahme, stoppen.